Ja, wir haben hier ein Model 3 mit der Beta-Version von Version 10. Und wir fahren jetzt mal ein bisschen auf der Autobahn, um die Königsdisziplin hier vom Autopiloten zu checken. Autobahnfahrt. Ja, ihr seht es hier, Version 10, Early Access Software in einem deutschen Model 3. Also das ist schon Sensation hier. Deshalb auch danke an Florian, der fährt hier mit. Und der lässt mich hier sein blaues, schönes Model 3 fahren. Super Sache, dass wir das hier mal direkt ausprobieren können. Weil wir wissen ja nicht, wann Version 10 wirklich hier kommt. Ich hoffe doch in den nächsten Wochen, nächsten Monat, hoffentlich bis Ende des Jahres. Aber bei Tesla weiß man nie. Und Elon Musks Versprechungen gelten erstmal immer für USA und dann irgendwann für Europa. Ja, wir sind hier bei mir im Dorf und haben jetzt gedacht, oh, guckt mal, Fußgänger. Also man muss auf alles achten jetzt hier auf dem Display. Ihr achtet aufs Display, ich achte auf die Fahrbahn. Und wir fahren jetzt mal ein bisschen auf der Autobahn, nächste Ausfahrt zurück und wieder in die andere Richtung und gucken da mal, wie sich das Auto auf der Autobahn verhält. Jetzt muss ich aber erstmal hier rauskommen aus dem Dorf. Und da kann man auch schön sehen, wie verhält sich das Auto eigentlich in so einer verkehrsberuhigten Bereich hier. Demnächst wird es ja auch Geräusche machen. Ihr kennt die Geräusche schon. Es ist ein T-Fighter, hat mir jetzt jemand gesagt. Also das Vorwärtsfahrgeräusch, dieses deshalb hört es jetzt so komisch an. Also Elon Musk fand das wahrscheinlich wieder obergenial. Hätte er uns vielleicht sagen sollen, dass das ein T-Fighter ist. Was das Rückwärtsgeräusch sein soll, weiß ich nicht. Weil ich habe immer das Gefühl, oh, das lässt uns raus, das ist super. Das Gefühl, dass irgendwie ein Hubschrauber fliegt, wenn man das Fahrgeräusch hört. Aber man denkt schon jetzt hier, wenn man in so einem verkehrsberuhigten Bereich rumfährt, das Auto sollte ein Geräusch machen. Ich verstehe nur nicht, warum es nicht so ein cooles Porsche-Geräusch macht. So. Das könnte es auch machen. So nicht, so nicht. Gut, wir sind innerorts. Ganz schlechte Straße hier. Die mag der Autopilot nicht. Tempomat geht immer. Wir sehen jetzt auch neu Gegenverkehr. Gegenverkehr hat man bisher gar nicht gesehen normalerweise. Sieht er jetzt auch. Deshalb kann er vermutlich auch demnächst den Gegenverkehr besser handeln. Das haben wir ja auf unseren Nebenstrecken immer. Das Problem, dass da manchmal das Gefühl hat, boah, der fährt jetzt total in den Gegenverkehr. Da muss man dann aufhören. So, jetzt kommt hier meine Anforderung, rote Ampel. Geht noch nicht. Ampeln werden noch gar nicht hier irgendwie erkannt, weil die Kamera vorne nicht aktiviert ist, auch keine Verkehrsschilder werden erkannt. Sehen wir nachher noch auf unserer Autobahn, auf unserem Autobahnstück. Ist leider so auch nicht angekündigt gerade. Wäre natürlich ein Feature. Also ich habe schon irgendwas gesehen, dachte eigentlich, das wäre für die Version 10. Ist aber jetzt hier in dem deutschen Beta leider nicht drin. Grundsätzliche Probleme, vielleicht auch noch Patentgeschichten. Was wir jetzt hier auch neu haben, ist ja diese Ansicht. Das ist ein bisschen wertfrei gerade. Den lass mal rein. Ja. Wann kommt er denn? Ja. Also die Differenzierung der Anzeigen ist besser. Das waren jetzt beides LKWs allerdings. Es werden aber auch jetzt mehr verschiedene Fahrzeugtypen noch dargestellt. Also SUV-Typen, glaube ich, habe ich vorhin schon so ein bisschen gesehen. Und die sehen auch nicht mehr alle aus wie Teslas. Obwohl der Gegenverkehr sah jetzt eben gerade schon noch wie so Tesla-Fobs aus. So, jetzt muss ich mal überlegen kurz, wo ich fahre. Oh. Gefahr eines Staus. Ah, es geht noch. Mal hier ein bisschen rauszoomen. So, ab hier sagt er eigentlich, könnte er fahren. Lass mal ihn noch mal fahren. Ich gucke ein bisschen, spickle ein bisschen auf die A8. Sieht aber ganz gut aus. Können wir da hochfahren und wieder runter. Ja, müsste gehen. Ja, das ist Teil meiner täglichen Strecke hier. Ab hier sollte das Auto dann selbstständig bis zur Arbeit fahren. Das wäre natürlich irgendwann mal cool und dann könnte man ein Buch lesen. Und hier muss er auch die erkennen und tut er natürlich nicht. Ne? Jetzt muss ich hier echt mal schärfer bremsen. Nee, also das haben wir noch nicht. Wäre natürlich cool, weil wenn vor mir kein Auto ist, bin ich halt verantwortlich. Wenn vor mir einer fährt und der hält an, ist super. Dann geht das ganze System natürlich. Das ist klar. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir wieder. Da ist unser Lenkrad. So, Freigabe kriegen wir. Da wir von einer niedrigen Geschwindigkeit gestartet haben, adaptiert er uns das aber nicht. Muss man selber drücken hier. Habe auch jetzt noch nicht gemerkt, dass man mit Durchdrücken des Hebels das adaptieren kann.
Weil das geht ja bei den S- und X-Modellen, geht das ja. Es wäre noch eine Funktion, die sie noch reinmachen könnten, dass man das nicht mehr da drücken muss. Also das Drücken da auf dem Display ist tatsächlich etwas Ablenkung dann. Ansonsten muss man ja dann hier hoch und runter drehen. So, die Strecke kann man mit 100 fahren. Ich glaube, er macht das auch. Ein bisschen bremst er runter. Da kommt unser 70er Schild. Aber vorausschauen fährt er noch nicht. Er bremst dann dahinter. Ist auch immer klar, jetzt wenn das Kartendaten sind, ab wo das gilt. Kann natürlich sein, dass er dann da... So. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen Richtung München. Sollte ich eigentlich ein Ziel eingeben, sonst kann ich ja gar nicht richtig navigieren. Ne? Ist ein bisschen doof. Muss ich wieder zurückfahren. Ja, da können wir wieder hinfahren. Dann. Genau. Habe ich zumindest mal ein Ziel in Weilheim, dann müsste eigentlich einen Bogen fahren. Genau, tut auch. Und das will ich auch machen. Sehr gut. Gute Idee. Autopilot navigieren ist auch automatisch an. Oh, Auffahrten sollte er ja eigentlich auch können. Habe ich ihn jetzt hier. Ah, wir schalten das System gleich mal ein. So. Ah, Spurwechsel wird jetzt anders angezeigt. Interessant, hinter mir fährt nämlich einer. Hat er jetzt gut gemacht. Also die letzte Version war da immer sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Ich fahre mal ein bisschen langsamer, dass die auch an mir vorbeikommen. So. Also das war jetzt gut. Seht ihr hier völlig andere Darstellung. Gestrichelte Linien. Sache, das sieht jetzt richtig gut aus. Also da hat es wirklich Veränderung. Und sowas muss er daran natürlich richtig gut können. Das ist jetzt so die typische Disziplin für so einen Autopiloten, dass man auf so einer Strecke dann auch wirklich fahren lassen kann. Und da haben sie jetzt einiges an der Darstellung hier geändert. Ich kann natürlich weiterhin. Kommt da noch? Ah, was will er jetzt? Wir sollen da vorne irgendwann mal rüber. Eigentlich würde er gern auf die andere Spur. Bloß warum? Weiß ich nicht warum. Aber dann soll er das tun. Da sieht er jetzt hier die neue Darstellung. Also das ist weiterhin manchmal ein bisschen suspekt, warum er die Spur wechseln will. Und jetzt sollte er eigentlich mal wieder zurückwechseln. Weil die hinter mir schon komisch gucken. Aber wir können ihm ja auch sagen, mach das mal. Leider der SUV-Fahrer hinter mir ist nicht gewöhnt, dass ein Auto selber fährt. Muss ich mal abbrechen. So, ich blicke immer noch. Hey, hör auf zu blinken. Ja. So. Ja, wir versuchen nochmal darüber zu fahren. Geht. Also man merkt immer, die anderen Autofahrer, die sind nicht dran gewöhnt, dass ein Auto so seltsame Sachen macht. Sollte hinten stehen, dieses Auto fährt autonom. Vor allem, wie man es ausprobiert. Aber ihr habt schon gesehen, hier völlig andere Darstellungen jetzt. Das sieht ja obercool aus. Ja, lass mal gucken hier. Wollen wir nochmal checken, wie das aussieht da. Also in diese Spur will er wechseln und da kommt er raus. Ja, das ist jetzt wirklich ganz neu. Ich wechsle mal wieder zurück, damit er mir da auf den LKW drauf fährt. Anführungszeichen. Mir dann wieder selber sagt, hey, du solltest mal die Spur wechseln. Mag er jetzt aber gar nicht. Ich soll jetzt langsam hinterm LKW herfahren, scheinbar. Ja, manchmal hat er ja, Ausfahrt ist nämlich in 4 Kilometer. Das kann auch daran liegen, dass er dann irgendwann sagt, nee, bleibst du mal lieber auf der Spur. Das habe ich auch schon bei dem Alten gemerkt. Dann muss man das von Hand machen, wenn man meint, wir müssen doch noch einen wechseln. Kann aber auch mit der Einstellung zusammenhängen, wie man das eingestellt hat, ob man Mad Max-mäßig, also schon mehr Wechsel
oder weniger Wechsel. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da gerade drin habe. Ne, ich habe eigentlich auf normal. Das sollte das eigentlich noch tun. Aber der Spurwechsel sieht jetzt gut aus. Funktioniert auch ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Fahrzeuge neben mir werden auch super erkannt. Und jetzt habe ich natürlich irgendwie die Möglichkeit, das so hinzudrehen. Oh, da sieht man noch Fahrzeuge weiter hinten jetzt. Ja. Wobei, also wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil man jetzt ja wirklich am Display rumspielt. Aber da seht ihr mal da hinten auch die Fahrzeuge noch. Das ist ja auch nicht schlecht hier. Schon nicht schlecht. Was soll ich machen? Ich soll irgendwo hinfahren. Das sehe ich natürlich überprüfen. Außer fährt da neben mir einer. Ah, zeigt er auch super an hier. In 2 Kilometern an der Ausfahrt 59 ja. Rechts abfahren. Jetzt mag er eh nicht mehr. Die Bestätigung hier, man sieht es immer den blauen Blinken, dass ich mal wieder die Hände ans Lenkrad tun soll, kommt meiner Meinung nach jetzt öfters. Also, man kann hier haufenweise Sachen damit machen. Mir ist bloß der Sinn nicht ganz klar. Also ich hätte das gern fürs Einparken, aber jetzt hier auf der Autobahn ist es eher eine Ablenkung. Aber gut, man kann jetzt hier die tollsten Sachen sehen. Sieht man so ein bisschen was vom System. Das ist okay. probieren wir mal. Ich glaube, die Ausfahrt da vorne, die mag er ganz gut. Lassen wir ihn mal selber rausfahren. Das konnte die letzte andere Version ja auch ein Kollege hier, Model S aus Großbritannien. Ja, Great Britain. Also jetzt kommt eine Ausfahrt und Navigate on Autopilot kann ausfahren, ohne dass man was tut. Wir sollten hier nur 80 fahren. Ja, er blinkt selber und fährt raus. Ja, ein bisschen wild macht er das immer noch. Macht das immer noch ein bisschen wild. Oh, interessant, dass er hier jetzt tatsächlich die Kurve hat. In 200 Metern nach links auf die Auffahrt. Ja, jetzt hört er natürlich auf damit. Dann weiß er nicht mehr weiter, ja. Das ist okay, weil ich muss nämlich hier abbiegen. Jetzt noch links auf die Auffahrt A8 fahren. Das mache ich auch. Also ich brauche wirklich hinten ein Schild, weil die Leute, die hinter mir fahren, die denken immer, ich bin Gaga oder so. Das ist echt eine Schwierigkeit. Wir kriegen das sogar an hier. Ich drehe ihn aber mal ein bisschen runter. Schauen wir mal, ob er hier eigentlich die Auffahrt kann. Das wäre doch auch mal ein Gedanke. Hab Auffahrten noch nie probiert. Bremst hier runter. Spur ist eigentlich gut zu erkennen hier. Ja. Kriegt er die da auch noch hin? Nee, will er eigentlich nicht. Muss ich ihn kurz hier rumführen und wieder anmachen. Na, komm. So. Ja, dummerweise ist das keine richtige Auffahrt, muss ich ja zugeben. Ey, also über eine durchgezogene Linie darfst du nicht fahren. Ja, das hat er noch nicht. Durchgezogene Linien kennt er noch nicht. Eigentlich müsste hier eine Freigabe sein, ja. Na, die Freigabe kann er ja nicht. Muss ich hier mehrere Sachen gleichzeitig machen. Daran sieht man auch schon, dass das System natürlich... Aber hier sollte Gas geben und runterdrücken funktionieren. Ja, geht auch, genau. Geht natürlich auch. Aber ich krieg ja dann die Geschwindigkeit trotzdem nicht höher. Also ich kann natürlich Gas geben, das kann ich. Ja, wenn du jetzt noch einmal runterdrückst. Ah ja, das probieren wir mal gerade. Immer noch nicht auf 3. Ja, geht. Ah, du hast recht. Und ich könnte jetzt hier sogar auf die nächste Spur. Was mir jetzt echt auffällt, muss ich ja mal kurz mitteilen. Model 3 ist echt laut innen. Ja jetzt ganze Zeit X und S gefahren, also da merkt man dann, wenn man wechselt, komplett tatsächlich den Unterschied. Also wir fahren jetzt 130, da fängt es an laut zu werden im Auto. Gut, drehen wir ein bisschen runter hier.
schauen, ob er eigentlich zurückfahren will. Ja, will er auch. Sehr gut. Also ich habe den Eindruck auch, der Spurwechsel wird schneller eingeleitet als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war er immer sehr zögerlich und war auch, wenn Fahrzeuge um ihn rum waren, immer auch sehr, sehr vorsichtig und hat dann oft den Überholvorgang ja abgebrochen. Also ich denke, da sind wir ziemlich nah dran, dass er tatsächlich auf einer Autobahn einen kompletten Überholvorgang auch mal selber machen könnte, was er ja noch nicht kann, also er fährt ja nicht wieder zurück. Gucken wir mal hier, ein bisschen ruckeln, dass wir da sind. Also man sieht auch hier, dass es richtig Entwicklerversion wird, zeigt, wo er hinfahren würde und was um ihn rum so ist. Also das ist schon interessant. Jetzt haben wir nämlich mal genau den Fall, dass neben uns einer fährt. Ja? Und die, der Zeitraum ist überschritten, genau. Machen wir mal an. Jetzt ist der andere rübergewechselt, der war nicht kooperativ. Aber das Auto ist jetzt schon relativ sicher unterwegs. Hat auch abgebrochen dann sauber. Man merkt natürlich, dass andere Fahrzeuge, die hinter einem fahren, nicht unbedingt dann Abstand machen, sodass man wieder zurück kann. Mal hier rein. Gut. Auch jetzt hier finde ich gut, dass er die gesamten Spuren eigentlich sauber erkennt. Haben sie nochmal einiges an der Sensorik gedreht, dass er da, dass er jetzt, oder zumindest, dass sie hier das auch besser darstellen. Jetzt bremst er sich natürlich hier ein bisschen aus, will nicht mehr überholen. Also ich würde jetzt nochmal rausfahren, auch wenn ich in 3 Kilometer eigentlich von der Autobahn runterfahren will. Ich gedacht, ich wollte noch mal rausfahren. Oh, hier, Motorradfahrer. Habt ihr gesehen? Motorradfahrer kann er. Also müssen wir halt von Hand noch mal wechseln. Nee, geht nicht. Der ist nämlich zu schnell. Ja, genau. VW wird es nicht reinlassen. Ja, da wurde sogar einer falsch angezeigt. Kriege ich das noch mal hin? Jetzt kann er es gut. Müssen wir nochmal angucken gerade. Ich hatte ja den Eindruck, er hat den einen, der eigentlich in der anderen Spur fuhr, hat er noch in meiner Spur gesehen. In 2 Kilometern an der Ausfahrt 58 rechts abfahren Richtung Eichenberg. Wir müssen da vorne raus in 2 Kilometer. Automodus funktioniert aber weiterhin nicht. Also Tesla, unbedingt nochmal nach eurem Scheibenwischer-Software gucken, nochmal einen Praktikant ransetzen, das kann jetzt nicht sein. Also so langsam haben wir keine Lust mehr damit. Weil ich kann das meiner Frau gar nicht erklären, wo sie hindrücken soll, damit das da geht. So, ich muss jetzt mal irgendwo hier rüber. Irgendwann meckert er auch. Jetzt fängt er an, hier Angst zu kriegen, dass er nicht mehr rauskommt. Ich muss mal kurz ein bisschen mehr mit dem vorbeifahren. Und okay. So. Okay, wir fahren 120. Da vorne ist meine Ausfahrt. Ein bisschen aufpassen. Da muss er raus. Ich mache nichts. Er blinkt, fährt rüber. Und bremst auch, ich mache nichts. Ja, er gibt jetzt an, gleich hört er auf mit seinem Autopilot. In 200 Metern raus. Abbiegen auf K1000. Ich mache nichts. Hinter mir ist niemand, vor mir ist niemand. Idealbedingungen. So, ich muss noch kurz sagen, dass ich noch da bin. Jetzt rechts abbiegen, genau. Auf K1427. Das ist eine Stoppstelle, Leute. Und System hält an. Auto hält komplett an, zwar nicht ganz an der Linie, aber immerhin, so muss es sein. Ja. Oh, jetzt fährt er weiter, das ist nicht gut. Fährt selber weiter, nee. Also er hält komplett an und dann muss man eigentlich dann selber weiterfahren. Aber das, so muss es sein, Leute, das ist richtig. Also das kann er eigentlich schon, das konnte die alte Version auch schon.
in 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und... Ich muss den hier mal abschalten, so. Gut, finde ich gut. Jetzt lass mal ihn mal kurz in den Kreisverkehr fahren, aber das geht nicht, das wissen wir ja. Der hier auch ein bisschen runter. Wenn das Fahrzeug wegfährt, wird man sehen. No. No, da fahren wir lieber nicht drauf, ne? Ja, also wir sehen das Potenzial auf jeden Fall noch, aber einige Verbesserungen hier, muss ich schon sagen. Gleich hier mal unter 70 nach. Ja. Oh, jetzt sieht man nochmal sehr schön Autos hier, die er erkannt hat gerade. Gegenverkehrautos. Das finde ich auch cool, dass er die jetzt anzeigt. Die hat er noch nicht. Das muss natürlich auch kommen, wenn man dann rechts vor links und sowas können will, mal irgendwann. Und dann bremsen die auf 50. Das ist korrekt, auch wenn der hinter mir mault. Und erst ab hier darf man wieder schneller fahren. Und wenn wir von einer höheren Geschwindigkeit kamen, macht er das ja sogar. Nicht ganz jetzt dann, weil man... Hallo? So. Oh, hier bremst er sogar auch runter. Da ist er mir... Normalerweise fährt er da ziemlich schnell eigentlich hier. Ja, das war jetzt hier unser Test, Version 10 Beta auf der Autobahn. War auch cool. Und wir kriegen die 70er hier und da vorne stehen die Fahrzeuge. Da bremst er gut runter, also abbremsen kann er. Weil wenn er dann noch Fahrzeuge vor sich hat, auch, obwohl man muss aufpassen, aus 100 auf ein stehendes Fahrzeug würde ich nicht drauf fahren. Also 70 geht, 50 geht auf jeden Fall. Also da lieber selber bremsen und nicht so viel das Auto dem Auto überlassen. Ich habe noch nie den Notbremsassistent gemerkt. Hat manchmal geblinkt, aber noch nie gemerkt, dass er dann selber bremst. Also da habe ich dann vorher noch immer reagiert. Das kann man ganz schlecht checken. Das muss man, glaube ich, mit so einem Pappauto oder einer Pappwand mal probieren. Aber ich habe es noch nie. Habe ich lieber selber gebremst. Ich weiß auch nicht, ob er das vor dem Hindernis dann noch anhält oder ob er dann nur mit weniger Energie auf das Hindernis fährt. Ja, und ansonsten Stopp. Hier jetzt im Stauverhalten ist natürlich gut. Wir hatten jetzt keinen Stau. Ich denke, da muss man sich nochmal angucken, was da dann so ist. Aber haben jetzt deutliche Verbesserungen nochmal gesehen in der Autobahnfahrt, würde ich sagen. Das sieht richtig gut aus hier. Muss auch immer sagen, das ist natürlich eine Beta-Version. Sprich, in der richtigen Version kann es dann auch noch Verbesserungen geben. Weil das ist ja genau das Ziel eigentlich von so einem Beta-Programm, dass die Leute nochmal zurückmelden hier, was geht nicht und daraus dann noch in die Final-Version dann nochmal was übernommen wird. Oder alle sagen, super, so können wir mal starten. Leider haben wir die Smart Summon-Funktion hier nicht drin, weil wir haben einen schönen Parkplatz, da können wir das, hätten wir das ausprobieren können. Haben wir aber nicht drin. Wobei ich auch nicht weiß, also das, was ich bisher gesehen habe, hat mich noch nicht so wirklich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Deshalb parken wir jetzt einfach mal dahin. Versuchen wir hier neben unserem Model X. Ah, das Model X hat er getrackt gerade, aber er zeigt es mir leider nicht mehr. Nee, also das kriege ich irgendwie nicht hin. Er steht alleine da. Da kommt irgendwas vorne, aber die Seitwärtserfassung, das versuchen wir mal. Sieht er irgendwie nicht. Da vorne die Autos sieht er. Oh, jetzt sieht er auch zwei. Okay. Nee, aber es ist scheinbar doch nicht zum Einparken gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass diese Funktion hier, die wäre jetzt eigentlich super zum Einparken. Da ist ein LKW hinter uns. Da ist auch was. Und zwar da irgendwie so Wohnwägen. Das ist das. Ist ja cool. Gut. Ja. Zack. Da stehen wir wieder. Ja, das war jetzt hier unsere schöne Fahrt auf der Autobahn mit dem Beta von Version 10.
Einiges haben wir gesehen. Habe auch den Eindruck, es ist besser. Viele Darstellungsverbesserungen. Man sieht so ein bisschen mehr hinter das System. Also beim Autopilot 1 hat man das auch besser gesehen. Da hat er ja auch die Linien so manchmal auch differiert, also zwischen links und rechts differenziert nochmal dargestellt gehabt und auch dann so ausgeschaltet. Da hat man mehr mitgekriegt, was das System im Hintergrund macht. Das habe ich jetzt hier auch den Eindruck, dass da noch mehr reingeflossen ist. Vor allem auch die Erkennung von den Fahrzeugen um einen rum. Das ist deutlich besser geworden. Auch die Spurerkennung hat er nochmal sehr differenziert dargestellt. Und zwar schön jetzt für uns, wir sind ja irgendwie so ein bisschen alle Programmierer. Ist da jetzt ein Fahrzeug rot-grün? Ne, geht das jetzt? Darf ich jetzt wechseln? Darf ich nicht wechseln? Solche Geschichten. Ob das für einen Otto-Normalverbraucher natürlich von Relevanz ist, hier so ein Display und dann auch gerade diese Funktion, dass man da drin rumschieben kann, wie ein bisschen im Zweifel. Da ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal noch von Tesla. Die anderen Fahrzeughersteller, die machen sich da überhaupt keinen Kopf darum. Da ist einfach gar nichts, wird gar nichts dargestellt. Das Auto wechselt die Spur oder nicht. Also wird viel weniger dargestellt. Hier haben wir jetzt sehr viele schöne Darstellungen. Das muss man sehen. Und Next Step ist dann irgendwann, wir fahren tatsächlich auf die Autobahn und sagen, bis zu der Ausfahrt da Kirchheim-Tech oder Esslingen fährst du mich jetzt und machst das alleine und ich lese ein Buch. Da müssen wir noch hin. Ja. Und ich bin gespannt, was bis Ende des Jahres tatsächlich kommt, weil das steht immer noch im Online-Shop. Bis Ende des Jahres vollautonome Fahren, was auch immer das bedeuten soll und welches Jahr, wissen wir auch nicht. Aber es ist versprochen von Tesla, dass da noch was kommt. Wird die Version jetzt irgendwann ausgerollt und dann wahrscheinlich wieder weiterhin in 2 Wochen Abständen die Updates, kennen wir ja schon, und dann die Verbesserung. Ja, das zu diesem Video. Ein anderes Video haben wir schon gemacht, da bin ich auf meiner Todesstrecke gefahren und wir werden jetzt nochmal ein bisschen reingucken, was kann man einstellen, was ist noch so in der Version 10. Das machen wir aber im separaten Video. Deshalb danke jetzt hier fürs Zuschauen und tschüss. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich.